Hallo und herzlich willkommen. Jo, es hat die Tage geschneit. Im März. Ja. Und deswegen spiele ich jetzt Perfect Cherry Blossom. Ich finde, das passt ganz gut. Wenn es schneit, soll man ja bekanntlich dieses Spiel spielen. Und alles wird gut. Und deswegen geht's los. Normal wie immer. Sakuya! Ja, ich hatte schon einige Runs ganz, ganz früher mal. Vor einem Jahr oder so, einem knappen Jahr. Einige Runs und Sakuya versucht aufzunehmen, aber es ist immer etwas schief gegangen und die Aufnahmen waren alle nicht zu verwenden. Daher erinnere ich mich noch ziemlich gut. Jo, und diesmal wird es klappen. Diesmal klappt es. Und wenn nicht, dann schrei ich. Okay, los geht's. Ja. Sag ich doch, los geht's. Die ersten Gegner sind da. Und ja, wir schießen sie ab. Wer hätte es erwartet? Und wir haben wunderschöne Musik. Und Item Collection. War gar nicht so einfach. Ja. Nee, gib alles. Ja. Power Level 39 bei Cherno. Na. Ist ganz okay. Gut. Der letzte Run in so einem Spiel ist schon wieder lange her. Und vor allem habe ich ewig nicht mit Sakuya gespielt. Irgendwie. Ja. Seitdem das mit den Aufnahmen schief gegangen ist damals, hatte ich einfach keinen Bock mehr auf Sakuya. Und deswegen habe ich sie ewig nicht mehr ausgepackt. Eigentlich ist sie ziemlich awesome in so einem Spiel, aber ein Problem gibt's. Also ein sehr gravierendes. Und zwar ist sie im Fokus viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich komme überhaupt gar nicht mit Charakteren klar, die sich zu schnell bewegen im Fokus. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und Sakuya ist zu schnell. Man kann einfach nicht so präzise ausweichen, wie man es manchmal tun müsste. Zumindest kann ich das nicht. Ich mag es lieber, wenn sich Charaktere im Fokus langsam bewegen. Aber naja. Dafür hat Sakuya allerdings Homing Shots zu 100% zielverfolgend und im Gegensatz zu Homing Amulet kann man diese Fähigkeit tatsächlich benutzen. Weil Homing Amulet in so einem Spiel ist, ja, absoluter Müll. Aber die Fähigkeit von Sakuya geht. Messer, Messer, Messer. Du, du, du. Ach ja. Und sie schießt auf mich, Letty, Right Rock. Ein langweiliger Stage 1 Boss und langweiliger Stage 1 Kampf. Boah. Der Kampf gegen sie ist relativ langweilig. Rumia war da irgendwie cooler. Schöne Musik haben wir hier. Das freut mich doch sehr. Ach ja, ich mag dieses Theme. Ne, gib mir meine Point-Items. Gib alles her, gib alles her. Ja, so langsam könnte auch mal der Frühling kommen. Jetzt mal ernsthaft. Wir haben mittlerweile März und wie gesagt, vor ein paar Tagen hat es geschneit. Im Dezember und so schneit es natürlich nicht. Nee, im März, ist klar. Macht ja auch Sinn. Ach ja, das Wetter ist etwas seltsam in letzter Zeit. Zumindest meine ich das, so ein bisschen. Und dann wird Chen, unser Mitboss. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, fein machst du das, Chen. Und Spellcard Phoenix Egg. 13 von 14 in meiner Historie. Du, 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 du. Übrigens, Perfect Cherry Blossom, meiner Meinung nach ein, ja,
Meiner Meinung nach ist dieses hier von der klassischen Windows-Ära das schwierigste Touhou-Spiel. Hauptsächlich wegen Yomu und Yuyuko. Ja, nicht einfach. Aber auch alles machbar. Doch die klassische Windows-Ära ist noch alles gut machbar. Du. Yay. Und ja. Kommt her. Oder bleibt weg. Eigentlich könnt ihr auch echt wegbleiben, weil ihr macht sowieso nichts. Und das war's mit der Stage. Ah, wunderschönes Theme. Und es geht weiter. Weiter geht's. Da ist Chen. Schon wieder. The Black Cat of Evil Omens. Okay. Ja, ja, immer die bösen schwarzen Katzen. Dabei sind schwarze Katzen süß. Also Chen jetzt nicht unbedingt, aber normale schwarze Katzen sind süß. Ach ja. Oh yeah. Boah, nicht laggen Spiel. Nicht laggen. Lags sind nicht gut. Schönes Spellcard. Und Busch. Und jetzt eine Non-Spell. Ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich groß zu Chen sagen soll. Sie ist halt, ja, ein Stage 2 Boss. Da. Ganz gemütlich eigentlich. Wenn auch manchmal etwas chaotisch, würde ich sagen. Ja doch, man könnte sagen, dieser Bosskampf ist ein bisschen chaotisch. Aber alles in allem eigentlich ganz cool. Ach ja, mit dieser Spellcard hatte ich früher riesige Probleme. Das weiß ich noch. Aber mittlerweile easy. Easy. Wow. Blacks. Sind nicht gut. Ja. Auch nicht gut, wenn man durch seine Katze abgelenkt wird, weil die urplötzlich aufspringt und irgendwo hinrennt. Kennt ihr das, wenn eure Katze von einer Sekunde zur anderen wie von der Tarantel gestochen durch die Wohnung schießt und seltsame Geräusche von sich gibt und auf Schränke rennt und dann weil gar nicht weiß, was sie da will? Macht meine Katze zumindest immer. Die rennt dann laut miauend auf den Schrank und wenn sie auf den Schrank angekommen ist, fragt sie sich, was sie da eigentlich will. Ich finde das immer so gut. Vor allem der Gesichtsausdruck. Man kann die richtig ansehen, so, okay, ich bin auf dem Schrank. Was mache ich jetzt? Ach ja. Schöner grafischer Effekt. Wie immer. Alice! Hey Alice, wie geht's? Alice, du bist awesome. Da. Der coolste Charakter in diesem Spiel. Finde ich jedenfalls. Na komm. Bam. Ich brauche viele extra Leben. Ja, Perfect Cherry Blossom. Kaum ein anderes Spiel schmeißt einen so mit Ressourcen zu wie dieses hier. Nein, wirklich. Man hat hier Unmengen an Ressourcen eigentlich. Man bekommt viele Leben und hat hin und wieder auch noch eine Supernatural Border. Ist schon sehr großzügig. Und Non-Spell vorbei. Perfekte Border. Ja. Aber das Beste an der Border ist eigentlich, dass man alle Items einsammelt. So Auto-Collect. Das finde ich ist das Beste an der Border. Nee. Weil durch das Auto-Collect bekommt man viele Items. Ansonsten ist die Border eher nutzlos. Weil wirklich eine Hilfe, was das Überleben angeht, ist die Border selten. Weil sie meistens nur dann kommt, wenn man eh keine Probleme hat. Obwohl so eine Supernatural Border mich auch schon das ein oder andere Mal gerettet hat. Gerettet hat. Nicht habt. Ja.
Ach ja, Alice, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Nee, immer ausweichen. Merkt euch das, immer ausweichen. Na da. Ach ja. Warum ist das hier das Blue Sign? Hier gibt es nichts Blaues. Die Geschosse und der Hintergrund sind rot. Größtenteils. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum das hier das Blue Sign ist. Aber okay. Wow. Ich meine, ich kann mir schon denken, warum das das Blue Sign ist, aber es macht so auf den ersten Blick, wenn das Spiel einfach auf normal spielt, wenig Sinn. Da, da, da. Scarlet Sign. Red Hair Stadtstolz. Ich bin übrigens ein bisschen traurig, dass es keine German Dolls gibt. Aber ist nicht so schlimm. Na komm, na komm. Ach ja, geh doch kaputt. Die Form ist langweilig. Oh, sehr schön. Super Natural Border. Yay. Nee. Na komm. Aber das Theme ist sehr schön. Sehr schöne Musik, wie immer. Ach, Perfect Cherry Blossom. Hat einfach den besten Soundtrack von allen Toro-Spielen. Oh yeah, London Dolls. Eine Spellcard, mit der ich auch lange Zeit riesige Probleme hatte. Aber mittlerweile, muss ich sagen, geht das Ganze einigermaßen. Ja doch, mittlerweile klappt die Spellcard. Hat aber eine Weile gedauert. Ja doch, das hat wirklich lange gedauert. Und das letzte, Shanghai Dolls, oder? Ist doch Shanghai. Ja, ich glaube schon. Letzte Spellcard von Alice und dann sind wir in Stage 4. Na komm. Sehr gut. Und ich habe jetzt schon volle Anzahl an Leben. Gut, eine Stage noch und dann... Schnitt. Oh yeah, Stage 4. Ach ja, wunderschöne Musik und eklige Stage. Yay. Wow. War wohl nur meine Einbildung. Wie auch immer. Da-da-da. Boah. Die Feen sind böse. Ach ja. Ich will eigentlich gar nichts sagen bei der schönen Musik hier. Aber das wäre auch ein bisschen doof. Und die Border ist sehr schön. Jetzt kann ich hier schön Items abgrasen. Da, da, da. Und Items. Und schnell hier rüber. Und schnell darüber. Und schnell darüber. Und schnell hier rüber. Und diesmal bleibe ich hier auf der Seite. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Die Schlüssel sind nämlich alle zielgerichtet. Sehr gut. Bäh. Das habe ich jetzt aber weniger gut gemacht. Ha. Aber gut gerettet. Sehr gut. Und Lily White. Frühling. Du könntest auch gerne mal hier zu uns kommen und hier in meiner Stadt den Frühling verkünden.
Wäre ich dir sehr dankbar für. Ach ja. Ja. Ja, ja. Und der Bosskampf ist mit jedem anderen Charakter eine Qual, weil man Lily so schlecht trifft. Aber Sakuya macht alles cool. Boah. Bombe und Supernatural Border. Items. Ganz viele. Oh, das war's schon. Und jetzt haben wir wieder diese Feen hier. Aber einfacher als zuvor eigentlich. Nur komme ich an die Items jetzt so schlecht ran. Ach ja. Und geschafft. Sehr gut. Alles einsammeln. Und jetzt schießen sie wieder auf mich. Ja, was heißt wieder? Sie schießen die ganze Zeit auf mich. Aber egal. Das bin ich mittlerweile gewohnt von diesem Spiel. Dass irgendwelche Feen versuchen, mich umzubringen. Es ist fast wie im echten Leben. Ständig versucht irgendjemand, dich umzubringen. Auf die eine oder andere Weise. Natürlich meistens eher im übertragenen Sinn gemeint. Aber hier bleibt man am besten möglichst auf der linken Seite. Dann ist das kein Problem. Allerdings trifft man sie dann nicht so gut. Auch da ist Sakuya wieder praktisch. Oh ja, viel wärmer im Himmel, das stimmt. Merlin! Messer, bitte anvisieren. Ja, das ist so ein kleines Problem mit den Messern, dass die manchmal einfach nicht anvisieren wollen. Hep. Simples Streaming. Ach ja. Sehr gut. Und ein Supernatural Border. Und noch eine Non-Spell, die man auch ganz gut streamen kann, wenn man es möchte. Das ist nicht wirklich notwendig, aber es ist eine Möglichkeit. Und Spellcard. Phantom Dining. Yay, noch mehr Streaming. Dieser Bosskampf ist ziemlich viel Streaming, finde ich. Gerade mal. Ja, ja. Aber nicht schwer. Bis jetzt. Und auch das hier ist gut mit Streaming zu lösen. Wie man sieht. Ach ja, Merlin, du kannst doch nichts. Ja doch, du kannst schon was, aber... Wow. Okay. Ja, ja. Wieder mal typisch. Kaum beleidige ich dich einmal, schon killst du mich. Auch das ist wieder wie im echten Leben. Ah, Spellcard, die ich nicht beherrsche. Nur mal nebenbei. Geh drauf, danke. Und meine Katze möchte mich ablenken. Ja. Na komm doch her. Ja, komm ruhig her. Komm. Ja. Ja, ist ja gut. Komm her. Ja, fein. Na komm. Ja, komm. Ja. Meine Güte. Sitzt da, mautzt mich an. Und will die ganze Zeit kuscheln kommen, aber irgendwie braucht sie eine Weile, um das auch tatsächlich zu schaffen. Ja. Entschuldigt, aber so viel Zeit muss sein. Ich kann ja schlecht mein Katzentier hier einfach ignorieren. Ja. Ich auch.
Ja. Geht gleich weiter. Ja. So. Hoffentlich beeinträchtigt mich das jetzt nicht zu sehr. Es wird mich aber garantiert beeinträchtigen. Ja. Ah. Eine Katze hier liegen zu haben, macht die Sache nicht einfacher. Ja. Und die letzten beiden Spellcards sind schon schwer genug. Auch ohne Ablenkung. Außerdem muss ich jetzt etwas anders sitzen und das ist für mich sehr unvorteilhaft. Ja. Gut. Jetzt kommt aber erstmal ein Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.